Ich sehe hierbei keine Vorteile an Einmalprodukten. Ich verstehe es nicht. Ohne dass ihr euch sowas nur nachhaltiger zu werden. Da kommt es wieder in mein Säckchen. Die funktionieren genauso gut wie die Einmalwaschen. Hey und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Schön, dass du wieder dabei bist. Wie du schon im Titel lesen kannst, geht es um ein sehr wichtiges Thema, wo aber die meisten Menschen die Augen verschließen. Weswegen ich mich auch lange gefragt habe, ob ich mir die Mühe machen soll, so ein Video überhaupt zu drehen. Ich verstehe es total, dass man sich nicht tagtäglich damit beschäftigen möchte, was es für dumme Dinge auf dieser Welt gibt und was man noch alles ändern könnte und vor allem, was man an sich ändern könnte oder seinem Lebensstil. Auf Dauer ist es einfach anstrengend. Es ist aber ein Riesenteil in meinem Leben und deswegen möchte ich euch das Ganze auch weitergeben. Wie ihr nach meinem letzten Video wurde auch nochmal nach Nachhaltigkeitstipps oder meine Empfehlungen im Nachhaltigkeitsbereich gefragt. Daher kommen hier alle Produkte, die ich euch empfehlen kann, um ganz easy, ohne Verzicht, nachhaltiger zu werden. Denn ihr wisst, mein Motto ist Every day a small step und das ohne Verzicht. Mit ohne Verzicht meine ich, dass diese Produkte im Verhältnis nicht arg viel teurer sind oder viel mehr Umstände bringen, sondern das Gleiche erzielen, aber trotzdem umweltfreundlich ist. Meistens sind nachhaltige Sachen übrigens sogar geldbörsenschonend. Aber dazu kommen wir gleich und dann würde ich sagen, starten wir mit dem Video und let's go. Wir starten mit der Küche. Die Küche ist ein sehr hygienischer Ort, weswegen dort sehr viele Einwegprodukte verwendet werden. Und wir bekommen das auch aus dem Elternhaus einfach so beigebracht. Überall kommt zum Beispiel Glassichtfolie drauf. Wir reißen ständig neue Zewa-Tücher ab, weil unsere Hände ein bisschen dreckig sind. Oder wir gefrieren jede Scheiße ein und schmeißen danach die Tüten weg. So viele Kleinigkeiten, die sich anstauen, die man ganz easy vermeiden kann. Alles hier sind Produktempfehlungen, keine Kooperation. Ich versuche euch auch alle Produkte unten in der Infobox zu verlinken. Wir starten mit dem wohl bekanntesten. Ein Glasstrohhalm. Wir hatten früher tatsächlich nie wirklich Strohhalme, weil ich das jetzt nicht arg besonders fand. Aber ich habe gemerkt, vor allem jetzt in der neuen Wohnung, wo wir jetzt einfach Glasstrohhalme haben, nicht nur Glas, sondern es gibt ja auch noch welche aus Metall und so, dass ich dadurch viel mehr trinke, weil es so Spaß macht, daran zu ziehen. Ich packe die auch in die Spülmaschine, die werden sauber. Wenn nicht, gehe ich danach nochmal mit so einem Reiniger durch, der es dann mit dazu gibt. Ich habe nicht so viel Müll, es ist angenehmer zum Halten und es sieht einfach mega stylisch aus. Meine Mom ist ein totaler Fan vom Eingefrieren. Und ich glaube, das wird ihr Geburtstagsgeschenk. Wiederverwendbare Gefrierbeutel. Die gibt es in allen möglichen Größen und die sind nicht nur viel stabiler, sondern ihr könnt sie immer und immer und immer wieder verwenden. Preis-leistungsmäßig machen die ja also auf jeden Fall Sinn. Habe ich jetzt auch schon ein paar Mal verwendet und bin sehr zufrieden. Ich sehe hierbei keine Vorteile an Einmalprodukten, da die alle Funktionen auch leisten und zusätzlich halt noch umweltschonend sind. Das muss man vielleicht auch bei dem Video dazu sagen. Das Ganze macht nur Sinn, wenn ihr es wirklich über Jahre benutzt, weil die meisten umweltfreundlichen Produkte sind halt einfach langfristige Produkte. Auch zu dem Thema Glassichtfolie habe ich einen guten Ersatz gefunden. Bienenwachstücher. Die sind natürlich jetzt nicht vegan, aber es gibt auch bestimmt vegane Alternativen. Das Prinzip von denen ist eigentlich relativ simpel. Ihr könnt es auch mal so ein bisschen knicken und dann auch merken, wie bewegbar das ist. Sehr interessante Konsistenz. Ihr könnt es so einfach über ein Glas zum Beispiel drüber machen und festmachen. Einhändig ist es schwierig. Damit könnt ihr auch luftdicht alles verpacken. Ich muss mir aber tatsächlich noch ein größeres holen, weil ich meistens Glassichtfolie eigentlich nur für Schüsseln oder sowas brauche, wenn ich einen Salat irgendwo mitbringe. Und da ist es gerade so wirklich wegen 1-2 cm zu klein. Deswegen kam es bei mir tatsächlich auch noch nicht so oft in den Einsatz, weil wir nie große Reste im Kühlschrank stehen haben. Und für jeden, der verrückt nach Glassichtfolie ist, ist das, glaube ich, eine gute Alternative, nachhaltiger zu werden. By the way, bezüglich Gerüchen müsst ihr euch da auch keine Sorgen machen. Das ist relativ geruchsneutral. Und auch wenn ihr mal irgendwas verschlossen habt, das irgendwie stark gerochen habt, lasst ihr es einfach einmal auslüften und das geht wieder. Seitdem wir ausgezogen sind, ist mir erstmal aufgefallen, wie oft man Backpapier braucht. Vor allem, wenn man so oft Ofenkartoffeln macht wie wir, dass dann halt einfach alles fettig ist, dann kann man halt einfach kein Brot mehr auf dem Backpapier backen. Ansonsten habe ich auch dieses Einmalbackpapier tatsächlich öfters verwendet. Aber wieso nicht gleich etwas nehmen, das man immer wieder verwenden kann? Abwaschbares Backpapier. Das gibt es aus den unterschiedlichsten Materialien. Also falls ihr speziell darauf guckt, aus was das besteht. Wir hatten davor welche aus so Bambus. Die waren mega. Die finde ich auch sehr gut, nur die sind mir ein bisschen zu plastikartig. Ich mache dann auch einfach ein bisschen Wasser ins Spülbecken und wasche die einfach ab. Ganz normal abspülen halt. Und dann sind die wieder sauber. Und noch so ein Ding in der Küche, speziell wenn man backt, was mir aufgefallen ist, sind Spritzbeutel. Bei allen möglichen Backvideos sieht man, dass alle diese Einmal-Spritzbeutel verwenden und dann für einen Kuchen 5 solche Spritzbeutel brauchen. So. Wieso kauft man sich nicht einfach einen Abwaschbaren? In der Spülmaschine wird er nicht ganz so sauber, aber von Handwäsche echt super. Man kann es nämlich auch ganz easy umklappen zum sauber machen. Ich habe hier vorne jetzt auch noch nicht die Aufsätze drauf, sondern wirklich nur den Spritzbeutel. Tut, was er verspricht. Einmal gekauft und kein Müll produziert. Es tut mir leid, wenn ich das sagen muss, aber wer heutzutage sich immer noch kleine Fläschchen holt, um zur Schule oder zur Arbeit zu gehen, wenn er zu faul ist, sich zu Hause eine Flasche abzufüllen.
Ich verstehe es nicht. Es gibt so coole Flaschen. Ob ihr von einem Saft das aufbewahrt oder euch eine eigene Flasche holt. Es gibt so viele Möglichkeiten. Ihr müsst euch nicht so halbe Liter kleine irgendwas Flaschen holen. Das haben meine Eltern auch früher mal gemacht. Obwohl eigentlich eine eigene Flasche viel mehr Sinn ergibt, müsst ihr nicht mal irgendwie groß Pfand abgeben. Es ist einfach so viel einfacher. Macht so viel aus. Wir kommen gleich auch nochmal dazu, wieso so eigene Flaschen zusätzlich praktisch sind. Ihr wisst ja auch, wir haben zum Beispiel einen Wasserspender. Das bedeutet, wir kaufen kein stilles Wasser selber ein. Klar, ab und zu auch ein paar Süßgetränke oder Sprudel oder sowas, weil wir noch keinen Soda-Stream haben. Aber ich sag's euch, Friends, das ist die nächste Anschaffung. Denn wir wollen gar keine Plastikflaschen mehr kaufen, weil wir es einfach als unnötig empfinden. Dafür gibt's auch mittlerweile schon so viele verschiedene Geschmackspulver von allen möglichen Firmen. Ich benutze gerade sehr gerne die Produkte von Hazel, finde ich mega lecker. Und da ist jetzt auch der Vorteil, wenn ihr eine eigene Flasche habt. Ihr könnt es in eure eigene Flasche reinfüllen und mitnehmen und habt halt nicht immer nur dieses gekaufte Zeug. Habt also gleichzeitig was Gesünderes, wie wenn ihr euch halt immer eine Cola mit zur Schule nehmt oder einen Eistee oder sowas. Weil in den meisten Geschmackspulvern entweder gar keine Kalorien sind, bis zu bisschen. Hat also auch nochmal einen gesundheitlichen Aspekt. Probiert sowas wirklich mal aus, es schmeckt gut. Und ich sag das nicht einfach so, weil ihr müsst wissen, ich bin aufgewachsen nur mit Cola und Sprite. Ich habe wirklich nur Süßgetränke getrunken. Ich habe nicht Wasser gemocht, ich konnte kein Wasser trinken. Ich mag heutzutage auch immer noch kein Sprudel, normal, wenn dann nur mit Geschmack so. Aber ansonsten mag ich auch nur Wasser, weil ich da total, also stilles Wasser, weil ich da einfach sehr pingelig bin oder einfach ein bisschen falsch erzogen wurde. Dafür sind die wirklich eine tolle Alternative. Und in solchen Momenten merke ich halt immer wieder, dass Umweltbewusstsein und Nachhaltigkeit so viel mit Gesundheit auch zu tun hat. Gesund und umweltbewusst ist ja auch regionales Essen einkaufen. Vom Bauer einkaufen, auf dem Wochenmarkt einkaufen, vom Bioladen einkaufen, wer an Bio glaubt. Ich verlinke euch dazu auch mal spannende Reportagen unten in der Infobox. Bio ist ja auch so ein Thema, genauso wie recycelbare Sachen. Glaubt man es nicht. Ich kaufe auch hin und wieder Bio und in manchen Momenten denke ich mir so, nee, ich kaufe jetzt kein Bio. Dazu muss man nämlich auch sagen, ich bin nicht perfekt und wir sind alle nicht perfekt und dieses Video soll auch nicht sagen, das musst du in deinem Leben ändern, sondern es soll dir einfach nur Anreize geben, was du vielleicht easy in dein Leben integrieren kannst, was vielleicht für dich möglich ist. Du musst wegen mir jetzt nicht deine Strohhalme wegschmeißen oder nie wieder Plastikflaschen kaufen, sondern einfach ein bisschen bewusster damit umgehen und vielleicht drüber nachdenken, was für Alternativen es gibt. Wenn ich dich aber jetzt auch mit einer Plastikflasche auf der Straße sehe, sage ich nicht, du bist ein scheiß Mensch oder du bist Umweltgender oder was auch immer. Es soll wirklich einfach nur eine Inspiration hier sein. Deswegen bitte zeigt doch so nicht mit dem Finger auf mich, wenn ihr bei mir irgendwann was nicht so perfekt Umweltbewusstes seht. Wir sind alle nur Menschen und das Ziel dahinter ist, nicht strikt einfach umweltbewusst zu sein, gar keinen Spaß mehr im Leben zu haben und einfach nur noch in Gedanken ständig dabei zu sein, alles perfekt zu machen, sondern mit Leichtigkeit das Ganze zu machen, in sein Leben zu integrieren. Diese ganzen Dinge, die ihr seht, das ist für mich normal, dass ich solche Dinge kaufe oder dass ich die benutze. Ich komme gar nicht mehr auf die Idee, irgendwas anderes zu benutzen. Es ist für mich gar nicht mehr anstrengend, darüber nachzudenken. Ich hoffe, ihr versteht, was ich damit meine und was ich damit rüberbringen möchte. Wenn ihr verstanden habt, was ich meine, dann gibt es mal wieder in den Kommentaren wieder, weil oft habe ich das Gefühl, ihr versteht es halt wirklich nicht und ich rede einfach so gegen die Wand. Ebenso in der Küche sehr entscheidend sind Küchentücher. Bald kommt ja dieses Haus-Wohnungs-Makeover, deswegen sind die noch verpackt. Ich will die dafür aufbewahren. Ich habe mich noch mal ein paar neue gekauft, denn ich finde, von denen kann man nicht genug haben. Das sind normale Tücher, die halt sowas wie Zewa zum Beispiel ersetzen. Klar, wir haben auch immer noch ein Zewa, wenn irgendetwas ausläuft, was wir halt aus den Handtüchern nicht mehr so easy rausbekommen. Ansonsten wird alles mit diesen Tüchern in der Küche gemacht. Ob es die Hände trocken machen ist, die Arbeitsfläche kurz sauber machen, einen heißen Topf anfassen oder was auch immer. Wenn ihr Küchenhandtücher habt, braucht ihr einfach viel, viel weniger Zewa. Könnt ihr bei 60 Grad waschen, ganz normal in eure normale Wäsche mit rein und gut ist das Ding. And last but not least zum Thema Küche. Vespa-Boxen. Ich habe jetzt so eine aus Glas. Muss aber echt sagen, die sind echt so relativ schwer. Ich glaube, ich werde mir davon auch noch welche aus Plastik besorgen, aber dann auch wirklich gute, die mir lange Zeit halten und die nicht direkt brechen. Ich wünschte, ich hätte mir früher für die Schule tatsächlich Vespa selber gemacht, statt zu hungern. Oder mir einfach teures Essen beim Bäcker oder so zu holen. Wenn ihr euer Essen selber macht, für die Schule oder für die Arbeit, seid ihr nicht nur gesünder unterwegs, weil ihr halt diesen ganzen Fertigprodukten entgeht. Also ihr geht halt jeden Mittag essen oder so. Wer sich's leisten kann. Oder ihr macht eine günstigere Variante und eine gesündere Variante, macht euer Essen selber und nimmt es ganz einfach in so einer Box mit. Nicht in einer Tüte, fett eingewickelt in irgendwelche Plastikfolien oder Alufolie, nochmal in extra Tüten verstaut. Nein, ganz basic in so einer Vespa-Box. Die sind auch luftdicht, so kommt kein Geruch nach außen. Das nächste große Thema ist das
Bad. Bad ist auch so ein Hygieneort und wie schon gesagt, an Hygieneplätzen ist meistens der meiste Müll, weil Einmalprodukte ganz oben stehen. Aber wieso? Es gibt heutzutage so viele coole Alternativen. Holzzahnbürste! Okay, jetzt haben alle abgeschaltet, weil sie keinen Bock mehr haben, weil dieses Ding einfach nur widerlich im Mund ist. Deswegen ist es auch Marcello seine. Ich habe keinen Plan, wie er dieses Ding überlebt. Legit, meins weiß nicht. Hä? Nicole, eine elektrische Zahnbürste ist aber nicht umweltfreundlich. Für mich ist das ein Riesen-Step in die richtige Richtung. Denn ihr müsst nur die Köpfe neu holen und nicht die komplette Zahnbürste. Und habt dadurch schon mal viel gespart, ohne dass ihr euch sowas nur... Für mich der beste Ansatz, der es gibt in dem Bereich, falls ihr eine bessere Variante kennt, außer eine Holzzahnbürste, dann lasst es mich wissen. Auch da gucken wir, was für Zahnpasta wir verwenden. Ich habe früher so ganz viel Zeug mit extra white und sowas benutzt. Und Leute, es bringt nichts. Es bringt einfach nichts. Glaubt mir. Ich habe jahrelang meine 5-6 Euro Zahnpasta gekauft mit extra white, aber meine Zähne waren nicht extra white. Deswegen eine ganz normale Zahnpasta, die nichts Schädliches für eure Zähne drin hat. Zahnpasta muss nur den Sinn und Zweck erfüllen. Es muss nicht gut schmecken, es soll sinnvoll sein. Es soll eure Zähne säubern und vor allem schützen und gesund halten. Und extra white tut das mit Sicherheit nicht. Abschminkpads, und ich habe echt lange gebraucht, bis ich die ausprobiert habe, weil es mir einfach zu dumm war. Und ich brauche viel, viel mehr von den Dingern, weil ich kann die halt nicht alle 2 Tage waschen, ne? Also in die Waschmaschine hauen, so oft wasche ich nicht. Die funktionieren genauso gut wie die Einmal-Wattepads. Macht euer Abschminkprodukt drauf und geht drüber. Es ist super angenehm, weil es so wollig ist. Seht, bei mir ist halt noch ein paar Verfärbungen, aber ansonsten geht wirklich alles super in der Waschmaschine raus. Könnt ihr auch bei 60 Grad easy waschen, dass es super hygienisch ist. Und die Dinger habt ihr halt auch einfach ewig. Q-Tips oder auch Wattestäbchen genannt. Ich habe früher so sau viele davon gebraucht, aber mittlerweile gehe ich einfach sparsamer und bewusster mit denen um, weil ich halt einfach die teureren kaufe, die da mit Holz sind. So sehen die Dinge aus. Und die mir beigebracht, bewusster damit umzugehen. Weil sind wir mal ehrlich, wenn wir so eine Packung von den normalen kaufen für 50 oder 90 Cent, keine Ahnung, wie viel das kostet, ey, scheiß mal auf die paar Cent, da gehen wir halt mit den Dingern um, als wäre es nichts. Manchmal lernen wir aber auch erst den Wert der Produkte, wenn wir wirklich einen Wert dafür ausgeben. Ich kaufe nur noch die, ich gehe super sparsam mit dem um, ich komme super mit denen klar. Meine Ohren sind sauber. Ja, ich weiß, man soll seine Ohren damit nicht putzen, aber ich bin so eine, ich mache das. Ich kann meine Schminkfehler perfekt damit korrigieren. Ich bin sehr, sehr happy. Ich habe auch schon davon gehört, dass es solche immer wiederverwendbaren gibt, aber ich weiß nicht ganz, was ich von denen halten soll, ob sie wirklich diesen Wischeffekt erzielen, die diese aus Watte erzielen. Ihr kennt ihn schon aus meinen Testvideos. Ein Rasierhobel. Ist im Vergleich zu einem normalen Rasierer ein super Fortschritt, da ihr wirklich nur die Klingen nachkaufen müsst und nicht immer wieder einen Kopf. Ich bin auch sehr zufrieden mit dem, aber ich verwende gerade einfach viel lieber einen Epilierer, deswegen muss ich ehrlich sagen, verwende ich ihn aktuell nicht regelmäßig. Probiert ihn aus, keine Scheu, geht vorsichtig an die Sache ran, schaut euch auch gerne mein Testvideo dazu an und überzeugt euch selbst. Es sieht doch halt auch einfach so beautiful aus. Wenn wir schon bei Rasieren sind. Ich kann euch jetzt wirklich nur die zeigen, weil gerade aktuell läuft meine Waschmaschine mit den anderen meine Periodenunterwäsche. Das ist jetzt der knappeste Style, den ich am Anfang oder am Ende auch gerne trage. Der hat zwar nur die Stärke 1 von 4, aber was eine Stärke 1 schon auffängt, damn. Heftig. In gefühlt jedem Video seht ihr meine Periodenunterwäsche, weil es einfach, ich sag's immer wieder, eine Sache ist, die jede Frau meiner Meinung nach einmal ausprobiert haben sollte. Kurz erklärt, sie saugt euer Blut auf wie eine Binde, aber sie riecht nicht wie eine Binde, auch nicht, wenn ihr reingeblutet habt. Es stinkt nicht nach Blut. Es saugt alles auf. Ihr lauft nicht an den Seiten aus, was mir immer bei Binden passiert ist, weil die dann halt verrutscht sind, sondern die ist etwas enger innen, aber nicht einschneidend oder so schnürend oder Abdruck machend. Aber durch den etwas engeren Schnitt lauft ihr halt einfach nicht nach innen aus. Höchstens, ihr habt halt sowas Knappes über Nacht an, kann es nach hinten auslaufen, aber dafür gibt es ja den Hugger-Style. Mein absoluter Lieblingsstyle. Das Ganze haut ihr danach einfach mit in eure normale Wäsche dazu und das Ding ist sauber. Je nachdem, welchen Style ihr habt, tue auch zum Beispiel ich mit meiner starken Periode halt wirklich nur eine am Tag brauchen, was mir so viel erleichtert hat. Denn ihr wisst nicht, wie stressig das ist, wenn man wirklich stündlich einen Tampon oder eine Binde wechseln muss. Das ist nicht nur nervig, das ist auch teilweise schmerzhaft. Und das ist eine super umweltfreundliche und angenehme Alternative. Ja, aber was ist, wenn man schwimmen geht? Habe ich auch eine Alternative für mich gefunden.
Etwas, vor dem ich lange Angst hatte, aber auch durch mein Testvideo ein großer Fan von geworden bin. Der Menstruationscup. Relativ simpel zum Einführen, auch wenn die Form so komisch aussieht und man anfangs denkt, wie soll das funktionieren. Es braucht auch ein bisschen Übung, bis man so den Dreh raus hat. Aber wenn ihr es zu Hause ein bisschen ausprobiert und währenddessen noch die Periodenunterwäsche anhabt, falls ihr dann doch auslauft, bis ihr halt wirklich den Dreh raus habt, dann könnt ihr das auch easy im Alltag integrieren. Vorteil an der speziell finde ich, ihr tut nicht diesen Trockenheitsding auslösen wie mit einem Tampon, sondern ihr könnt es auch ein bisschen nass machen, bevor ihr das einführt. Bei einem Tampon geht es nicht, weil der quillt auf. Der trocknet also da unten nichts aus. Tampons, Binden, etc., wieso ich da mittlerweile sehr dagegen bin, die haben halt auch viele Parfümstoffe drin, die halt diesen Geruch neutralisieren soll. Denkt ihr, dieses Ding hat irgendwelche Duftstoffe? Oder das hier. Dadurch seid ihr auch besser geschützt vor Infektionen oder Vertrockenheit, etc. Ein sehr natürliches Produkt, das sich auf jeden Fall mal lohnt auszuprobieren. Dann kommt es wieder in mein Säckchen. Ich habe meine ganzen festen Produkte von Rarity. Da gibt es Duschseifen, also für den Körper genauso wie für die Haare, genauso wie Körperbutter für danach. Meine sieht mittlerweile auch ein bisschen mitgenommen aus, aber ich benutze sie auch schon ein Jahr, über ein Jahr, ich weiß nicht ganz genau. Die halten euch ewig, kommen in keine unnötigen Plastikverpackungen, sparen euch Platz und haben auch sehr clean Inhaltsstoffe. Hier ist auch so eine Duschpeeling, also es ist alles möglich in fest. Wie gesagt, ich habe meine ganzen Produkte von Rarity, aber es gibt auch in der Drogerie 10.000 verschiedene Marken, wo ihr feste Produkte herbekommt. Hier handelt es sich zusätzlich noch um Naturkosmetik, die gute Inhaltsstoffe habt. Das bedeutet, auch beim Shampoo oder so habt ihr einfach keine Scheiße mit dabei. Ich habe dadurch auch meine Schuppen wegbekommen. Das Shampoo schäumt tatsächlich auch richtig auf, also ich kann es euch auch nur empfehlen, auszuprobieren. Ich sag's euch ehrlich, wieso sollte ich hier andere Produkte benutzen? Thema Lifestyle. Last but not least. Das sind Themenbereiche, die ich nicht ganz einordnen konnte. Geht ihr auch mal einkaufen, merkt dann, oh, ich kann das doch nicht alles tragen. Packt euch doch eine Stofftüte einfach ins Auto. Dann habt ihr eine immer dabei. Ich würde euch hier gerne meine zeigen, aber meine ist gerade bei der Wäsche, weil da die Holunder-Sachen drin waren und das jetzt total gelb ist vom Holunder. Man kann sie einfach waschen, wie geil. Ansonsten gehen natürlich aber auch solche Einkaufsmöglichkeiten, wie zum Beispiel ein normaler Rucksack oder auch eine Einkaufstasche. Die hier ist vor allem so speziell isoliert, dann könnt ihr auch so kalte Sachen gut transportieren im Sommer. Und so spart ihr euch jedes Mal dieses neue Tüten kaufen. Wie schon gesagt, halt jeder was anderes von recycelbarem Zeug. Wir kaufen recyceltes Klopapier, recyceltes Zewa und alles. Ja, man merkt teilweise einen Unterschied, wie es sich halt anfühlt. Aber ich bin euch ehrlich, mein ist nicht wund, ihm geht's gut und ich habe das Gefühl, ich bin einfach den Schritt in die richtige Richtung gegangen. Wie weit man auch diesem ganzen Recycling vertrauen soll, ist auch eine ganz persönliche Sache. Ich sag mir aber immer noch im Nachhinein, selbst wenn Bio eine komplette Lüge ist und Recycling eine komplette Lüge ist, investiere ich wenigstens in den Markt und gebe den Leuten ein Zeichen, dass ich in diesen Markt bereit bin zu investieren. Versteht ihr, was ich meine? Also egal, ob Recycling eine Lüge ist oder nicht, ich finde es geil. Thema Sauberkeit benutze ich derzeit sehr viele Produkte von Everdrop. Es gibt aber auch hier unzählige, verschiedene, nachhaltige Firmen in dem Putzmarkt. Ob es Waschmittel sind, ob es Fleckenreiniger für Klamotten sind, ob es Spülmittel sind oder was auch immer. Ich habe euch hier einmal mein Küchenputzmittel geholt. Das ist auch schon echt schon in so einer kurzen Zeit gut aufgebraucht, weil Küche weiß, bei uns muss ständig geputzt werden. Auch da ist mir vor allem aufgefallen, dass Putzmittel einem sehr lange hält. Also wieso nicht ein paar Euro mehr da rein investieren? Besonders wird es dann aber bei Waschmitteln. Da nehmen wir nämlich wieder einen Bezug zur Gesundheit. Denn in vielen Waschmitteln, vor allem die günstigen, sind viele billige Duftstoffe drin, die ihr auch auf eure Klamotten bekommt und so mehr oder weniger auch auf eure Haut. Deswegen gibt es ja auch super viele Waschmittel für sensible Haut. Wieso nicht gleich umweltbewusster nehmen? Tut ihr eurer Haut was Gutes und der Umwelt. Wir sollten nämlich nicht nur gucken, was wir essen oder was wir uns für Cremes draufklatschen, sondern auch, was wir für Stoffe anziehen und wie wir sie pflegen und waschen. Zurück zum Thema Putzen. Diese Lappen hier kennt doch jeder. Nein, ich weiß, ihr kennt die bunten. Die kann ich auch, da habe ich auch noch super viele hier. Die haben bei mir die Waschmaschine aber nie überstanden und sind so immer wieder in den Müll gewandert. Dafür gibt es extra waschbare, die bis zu 95 Grad aushalten. Die hier habe ich mir erst heute spontan nachgekauft, weil ich auf jeden Fall mehr davon gebraucht habe. Finde ich einfach super praktisch für den Alltag. Eine Frage, die hatte ich letztens auch auf Insta. Putzt ihr eure Spiegel mit Zewa? Wenn ja, wieso? Was ist der Vorteil? Wieso benutzt man nicht einfach so einen Lappen und ein Tuch? Wir haben auf Insta schon eine riesen Diskussion darüber geführt, wieso man seinen Spiegel nicht mit Zewa putzt. Da kriege ich richtig Aggression. Ich mache mich wieder unbeliebt bei meinem Freundeskreis und bei meinem Abonnentenkreis. And last but not least, bei meinen Empfehlungen ist mir vor allem dieses Jahr an Weihnachten aufgefallen. Geschenkspapier. Es gibt so viel schönes Geschenkspapier. Kunterbunt und einfach wunderschön. Das ist halt auch alles Papier.
eingefärbtes Papier. Wieso nicht recyceltes nehmen? Das kann auch sehr cool aussehen und ich hatte jetzt speziell auch zu Weihnachten so Weihnachtsmotive, die sind jetzt halt alle leer, sonst hätte ich die euch auch gezeigt. Und darin zu investieren, finde ich auch eine schöne Sache, denn ich bin auch ein Fan davon, Sachen einzupacken, denn das Auspacken von Geschenken ist für uns alle ein richtig schönes Gefühl und Geschenke muss man einfach mal auspacken. Dabei kann man aber auch nachhaltig sein und umweltbewusst. Friends, das waren jetzt alle meine Tipps. Es war ein sehr langes Video und ich hoffe, ihr habt es euch alle bis zu Ende angeschaut und ihr habt irgendwas mitgenommen und es hat euch jetzt nicht so sehr gestresst. Wie gesagt, wir sind alle nicht perfekt und das Video soll jetzt nicht heißen, du musst das ändern, sondern es soll dir Inspiration geben, was du vielleicht noch verändern kannst, was vielleicht bei dir noch geht, was du easy ändern kannst, ohne dass du selbst irgendwie groß auf etwas verzichten musst. Du kannst mir ja gerne unten mal in die Kommentare reinschreiben, was du schon machst in dem Nachhaltigkeitsbereich, also auf was du speziell achtest. Und dann würde ich sagen, was ist hier mit dem Video und wir sehen uns beim nächsten Video. Bis dahin, tschüss und einen wunderschönen Tag euch allen.